Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es noch ein letztes Mal um den PTR, den Testserver für Season 5, weil der PTR ist vorbei. Season 5 steht vor der Tür und deswegen reden wir heute nochmal darüber, was wird sich alles zu Season 4 ändern und was wurde schon im PTR geändert, beziehungsweise was wird erst zu Season 5 geändert. Da fangen wir jetzt erstmal an mit der Questlei bezüglich der Höllenhorde, die an Akt 5 quasi anschließt. Die bleibt nämlich sowohl für den Eternal als auch für die Seasonal Charakter immer bestehen. Das heißt, ihr werdet ab sofort immer die Questline haben für die Höllenhorde. Ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell in Zukunft so abgeändert wird, dass man die einmal macht und dann nie wieder. Das heißt, für Leute, die vielleicht erst mit Season 7 in das Spiel reinstarten, dass sie diese Quest haben. Aber dass nicht jeder alteingesessene Spieler, so wie ich und ihr, jede Season wieder diese Season Questline, diesen Akt 5,5, also diese Questline für die Höllenhorde machen müssen. Aber das sehen wir dann auf jeden Fall in der Zukunft. Ich finde das sehr cool, weil ich diese relativ kurze Quest, die ging so um die 15 bis 20 Minuten, schon ziemliches Highlight für mich war im PTR. Habe ich gar nicht so mit gerechnet, weil das nochmal richtig schöne Flashbacks gibt zu Akt 5 und zur Story. Fand ich eigentlich ganz cool. Zur Höllenhorde selbst habe ich ja schon einige Videos gemacht. Wenn ihr da einen kompletten Überblick haben wollt, dann schaut gerne nochmal meine alten Videos an. Da hatte ich ja drei Stück gemacht, die sich komplett nur um die Höllenhorde gekümmert haben. Deswegen will ich das heute hier erstmal auslassen. Abseits des neuen Endgame-Features der Höllenhorde haben sich nämlich auch ein paar Sachen geändert und relativ viele Sachen sogar. Natürlich erstmal neue Units, hatte ich auch schon ein Video gemacht. 15 neue Units kommen rein, aber darüber hinaus werden auch noch alle alten Unix angepasst. Das bedeutet, viele alte Affixe fliegen raus und neue Affixe werden hinzugefügt. Der Grund ist dafür einfach, dass viele alte Unix nicht mehr so viel gespielt werden. Ihr habt das vielleicht in Season 4 selber gemerkt. Man hat fast nur noch legendäre Items genommen. Einmal, weil es viel bessere Affixe gab, auch mit der Härtung, aber auch viel bessere Aspekte und vor allen Dingen die Möglichkeit, Dinge doppelt zu casten und extreme Abklingzeiten zu haben und so weiter und so fort. Das war bei den Unix nicht gegeben. Deswegen werden fast alle alten Unix angepasst. Im Hintergrund seht ihr schon, man kann jetzt Bosse rufen, ohne ständig den Dungeon verlassen zu müssen. Der Altar erscheint da einfach wieder, wenn der Boss besiegt ist. Varshan benötigt anstatt vier Körperteile zum Rufen jetzt nur noch ein boshaftes Herz. Die anderen drei Teile, der Femur, der Kopf und die Hand, wurden aus dem Spiel entfernt. Und auch die Bestie im Eis wird nicht mehr durch ein Siegel beschwören, sondern ebenfalls wie alle anderen Endbosse an einem Altar und auch kein Dungeon, den ihr vorher machen müsst. Wenn ihr noch irgendwelche Siegel habt vom Bestie im Eis, könnt ihr natürlich noch benutzen, aber das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Braucht kein Siegelpulver mehr, ihr müsst kein Dungeon durchlaufen. Auf jeden Fall sehr viel entspannter. Ganz interessant finde ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Prächtige Funken und zerstreute Prismen werden nicht mehr in eurem Beutel angezeigt, sondern sind jetzt einzelne Items, die ihr händisch einsammeln müsst und die dann in euer Inventar wandern. Sollte ein prächtiger Funken mal nicht eingesammelt worden sein, dann wird der transferiert in eure normale Truhe. Bin ich sehr gespannt, wieso man diese Änderung jetzt reinbringt. Könnte mir einen Grund vorstellen, dass man prächtige Funken in irgendeiner Art und Weise farmen kann. Ob man die vielleicht tauschen kann. Lass uns überraschen, aber aktuell der Fakt, prächtige Funken und auch zerstreute Prismen muss man jetzt händisch einsammeln, werden auch nicht durch das Pad eingesammelt und sind dann Bestandteil eures Inventars. Unix und auch Uber-Unix können jetzt beim Kuriositätenhändler erhalten werden mit Obolussen. Das Feature war leider im PTR ausgestellt. Ich hätte echt gerne einen Versuch gemacht, wie wahrscheinlich es ist, ein Unix von dem Kuriositätenhändler zu bekommen oder auch ein Uber-Unix. Was ganz spannend ist, ist, der Magier und der Druide können jetzt auch verschiedene andere neue Waffenklassen tragen, wie zum Beispiel Schwerter, Einhandschwerter. Ich werde hier einfach mal die Überblick einblenden. Schwerter, Streitkolben und der Druide auch Dolche. Wie gesagt, da steht hier alles. Finde ich ganz interessant, weil das wahrscheinlich auch für viele neue Builds sorgen wird in
Season 5. Leider muss ich sagen, verschwinden die Obolusse aus den Höllenflutkisten. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Bislang war es ja so, dass man sehr viele Obolusse bekommen hatte in Season 4. Gerade auch aus der Grube, wo es viele Obolusse gab am Ende. Und halt auch aus der Höllenflut. Die Obolusse verschwinden. Ich muss allgemein sagen, nach dieser extremen Höllenflut-Season wird Season 5, was die Höllenflut angeht, leider sehr viel schlechter gemacht. Die Unheilherzen haben eine geringere Spawnrate, die Obolusse gehen raus aus den Truhen und auch der Mindcage ist weg. Das Einzige, was jetzt als Positives dazukommt zur Höllenflut, ist, dass die Truhen, die er aufmacht, jetzt auch wieder Unix und Uber-Unix drin enthalten haben können. Aber Obolusse weg, Mindcage weg, Unheilherzen werden seltener droppen, finde ich sehr schade. Vielleicht ein, zwei Worte zu den Unheilherzen. Die Quellen, wo er das herbekommt, steigt mit jedem Mal, wo ihr aus der Quelle kein Unheilherz bekommt, die Wahrscheinlichkeit. Aus einer Kiste sind es grundsätzlich 10% und mit jedem Mal, wo ihr die Kiste aufmacht und da ist kein Herz drin, erhöht sich dann die Wahrscheinlichkeit und sobald ihr ein Herz bekommt, geht es wieder zurück auf 10%. Finde ich eigentlich ganz cool, dass das da so gemacht wird. Das sorgt dafür, dass man auf jeden Fall in einer bestimmten Zeit Herzen bekommt, aber insgesamt wurde da die Chance reduziert. Eine Sache, die ganz cool ist, wenn ihr unter Kontrollverluste-Effekte leidet, dann könnt ihr jetzt den Trank nutzen. Und was auch ganz cool ist, der Weltboss soll nochmal stärker gemacht werden. Ich hoffe echt, dass der Weltboss da mal ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, weil diese Season, also ich glaube, so schlimm wie diese Season war es noch nie. Ich meine, der Weltboss war noch nie so wirklich eine Herausforderung, außer auf Weltstufe 1 mit Level 1 Charaktern. Aber es, so schlimm wie diese Season war es tatsächlich noch nie, dass der erscheint und sofort tot ist. Da hoffe ich, dass sie da gute Anpassungen machen werden. Zusätzlich gibt es ganz viele neue Härtungsrezepte und auch alte Härtungsrezepte werden angepasst. Ich hatte das schon mal in einem anderen Video gesagt, dass ja das ganze Härtungssystem da ein bisschen umgeändert wird. Da wird es nochmal ein eigenständiges Video zu geben, welche Härtungsrezepte da angepasst wurden und welche neue Härtungsrezepte da reinkommen, weil da ganz viele interessante Sachen mit bei sind. Ein Härtungsrezept zum Beispiel, wo ihr Crit haben könnt, Verwundbarkeit haben könnt, Überwältigung haben könnt, alles in einem gepackt und viele andere. Sehr, sehr spannend. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein extra Video zu geben. Ja, aber das war es leider schon für Season 5. Natürlich werden wir noch irgendwie ein Gimmick bekommen für Season 5, bin ich von überzeugt, ähnlich wie es in Season 1, 2, 3 war. Season 4 war ja die einzige Season bisher, die kein extra Gimmick hatte, was ja mit dem Loot, mit dem Itemization-Änderung zu tun hatte. Da hatte Diablo bzw. Blizzard nicht genug Zeit, um dort ein cooles Feature mit reinzubringen. Das wird es auf jeden Fall mit Season 5 geben. Welches es sein wird, wissen wir noch nicht. Außerdem wissen wir auch noch nicht, was die Segen sein werden in der Season. Ich hatte schon mir gedacht, dass es eventuell sowas sein könnte, dass die Höllenhorde geboostet wird, entweder mit den Äther, den ihr dort bekommen könnt, oder mit dem, was ihr aus der Kiste bekommen könnt, mit dem Äther am Ende einer Höllenhorde. Aber da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen, was da genau auf uns zukommt. Natürlich, Season Questline wissen wir auch noch nicht, das kommt alles noch zu einem späteren Zeitpunkt. Dann noch ganz interessant, im Mitte Juli wird Blizzard endlich mehr zur neuen Klasse, dem Spiritborn, mitteilen und zeigen. Da wurden einige amerikanische Streamer und YouTuber und Content Creator eingeladen, um den zu testen. Da werden wir also sehr viel Content zu bekommen. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Werde ich euch hier natürlich auch mitteilen. Wenn ihr das verpasst wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sag mal, seid ihr gehypt auf Season 5? Seid ihr noch total in Season 4 Hype? Wie ist aktuell eure Lage in Diablo 4? Seid ihr noch total zufrieden mit Season 4 oder schmachtet ihr schon Season 5 entgegen? Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.